Moin Moin zusammen, wenn du dieses Video angeklickt hast, bist du sehr wahrscheinlich auf der Suche nach einem Abschlussarbeitsthema. Vielleicht für einen Bachelor, vielleicht für einen Master oder vielleicht sogar für eine Seminararbeit oder Hausarbeit. Ich weiß es nicht. Aber grundsätzlich, jeder von uns war da schon. Ich habe Themen gesucht, meine Studenten suchen tagtäglich Themen und genau aus diesem Grund nehme ich dich in diesem Video an die Hand und zeige dir Schritt für Schritt, genau wie du, Leuchte draußen, dein Abschlussarbeitsthema findest. Starten wir mit dem allerersten und zwar mit dem Einfachsten. Du gehst auf deine Uni-Seite, ins Intranet, dann unter deine Fakultät, deinen Lehrstuhl, wo du bist, in dem Themengebiet, wo du hin willst und schaust einfach mal, was dort von dem jeweiligen Professor, Dozierenden oder vielleicht sogar vom wissenschaftlichen Mitarbeiter für Themen ausgeschrieben werden. Weil ab und zu suchen die genauen Studenten, der das und das Thema arbeitet. Und schaust du einfach mal durch, ob dir was gefällt. Du kannst natürlich dann auch sagen, ich finde eigentlich das Thema ganz geil. Zum Beispiel war es bei mir ein Kennzahlensystem für Versicherungsstandort. Ich fand aber Versicherung jetzt nicht so sexy. Und dann habe ich mir überlegt, alles klar, ich finde aber Banken ganz geil. Und dann habe ich geschrieben, ich würde ein Kennzahlensystem für Banken machen, was halten Sie davon? Und tschak, mein Thema war eingetütet. Falls dir jetzt aber die Themen oder die Themenvorschläge dort nicht so gefallen und auch keine Inspiration geben, dann ist der nächste Tipp, geh doch mal auf andere Lehrstühle und schau mal dort, was ausgeschrieben ist. Und vielleicht kannst du das ein oder andere Thema als Inspiration nutzen und dann ummünzen. Und dann die letzte Variante ist, falls an deiner ganzen Uni, an allen Lehrstühlen dir keine Inspiration kommt, dann gehen wir an andere Universitäten. Das bedeutet, du gehst einfach mal ins wunderschöne Netzwerk und zwar rede ich von Google. Genau. Und dort gibst du einfach mal ein, Themenvorschläge Universität, flipp, und dann merkst du schon, hui, da ploppen schon einige geile Sachen auf. Zum Beispiel hier, Uni Oldenburg, gehen wir rein und dann siehst du auch da wieder wunderschöne Themenvorschläge. Und wenn du dann so rumgoogelst, versuch doch mal andere Wörter zu googeln. Themenvorschläge Universität, Themenvorschläge FH, Themenvorschläge und dann dein Themengebiet. Da solltest du dann definitiv fündig werden. Ansonsten denk doch einfach mal lokal, wo ist die nächste Uni? Und dann gehst du einfach mal auf ihre Seite und schaust mal, ob die Lehrstühle das offenlegen. Aber ganz wichtig, wenn du dadurch Inspiration holst und dann dein Thema findest. Das machen wir zum Schluss. Jetzt machen wir erstmal die Punkte hier weiter durch. Die nächste Variante, wie du Inspiration bekommen kannst, sind sogenannte Working Papers, Journals, also wissenschaftliche Artikel zum Beispiel. Die können teilweise in der Einleitung, im Fazit oder im Abstract sozusagen Themenvorschläge geben. Die sagen, haben zum Beispiel untersucht, keine Ahnung, wie KI auf den Wachstum von Bäumen irgendwie wirken kann. Und dann schreiben die im Fazit zum Beispiel, das war ganz geil, das waren die Ergebnisse. Aber jetzt wäre es umso geiler, den und den Aspekt dabei genau zu erforschen. Und Chuck, auch da kriegst du Themen. Wie findest du das jetzt am besten? Naja, eigentlich ganz einfach. Du gehst zum Beispiel bei Working Papers, gibst du ein, Working Papers Datenbank, Working Papers Economics bei mir, weil ich bin Wirtschaftler. Du kannst natürlich ganz andere, Psychologie und Co. eingeben. Und dann wirst du schon teilweise Vorschläge kriegen. Ich zum Beispiel habe jetzt hier New Economic Papers, die Seite. Dann gibt es noch den Econ Papers. Econ WPA oder OCLC Research. Also du merkst, es gibt da verschiedene Datenbanken draußen, wo du an Working Papers ganz normal rankommst. Und dann googelst du da einfach rum, findest ein paar Datenbanken, die dich interessieren, mit deinem Themengebiet, wo du hin willst, und dann liest du einfach mal ein paar Papers durch. Und wenn du dann zum Beispiel eins hernimmst, wie hier zum Beispiel, dann kannst du hier runter bei Conclusion reingehen, bam, und dann zum Beispiel hier wird direkt vorgeschlagen, wo man noch das genauer anschauen könnte. Wenn du dann mit den Working Papers aber nicht so zufrieden bist, ne, gibt es natürlich auf Deutsch und auf Englisch logischerweise, gibt es natürlich auch Journals, also so Fachzeitschriften. Und da empfiehlt sich auch wieder. Bisher bei Google gibt es zum Beispiel ein Journal Ranking und dann dein Themengebiet zum Beispiel. Bei mir ist jetzt natürlich Economics, gibst ein und dann gibt es sogenannte Rankings für Zeitschriften. Und dann gehst du einfach die guten Paper durch, die für dich relevant sind logischerweise, wo du sagst, oh yeah, Financial, da wollte ich rein. Dann gehst du rein, flip, machst die Werbung hier weg, dann siehst du das Paper an sich. Und dann versuchst du natürlich an die Artikel da drin ranzukommen. Weil auch in diesen Artikeln wird immer gerne im Fazit geschrieben, was man noch näher beleuchten sollte. Die nächste Möglichkeit, an ein Abschlussarbeitsthema zu kommen, ist zum Beispiel ehemalige Hausarbeiten. Hast du in dem Laufe des Studiums mal eine Hausarbeit über ein gewisses Thema geschrieben, was du eigentlich ganz spannend fandest? Hättest du das Ganze weiter ausbauen können?
Das ist auch eine Variante. Oder ein Kommilitone von dir hat zum Beispiel mein geiles Thema erleuchtet im Rahmen einer Hausarbeit. Dann kannst du doch mal drüber nachdenken, das Thema zu nehmen und auszubauen oder in eine andere Richtung zu lenken. Und dann, tschakka, hast du auch schon ein Abschlussarbeitsthema. Und den letzten Tipp, den ich dir an die Hand geben möchte, ist, Abschlussarbeitsthemen gibt es auch mit Praxispartnern. Richtig. Die geben dir sogar teilweise Geld dafür, dass du im Rahmen dessen, also mit denen zusammen, deine Abschlussarbeit schreibst. Dann gehst einfach hier auch hier wieder Google oder Indeed, egal welche Plattform du nutzen willst, gibst einfach ein Abschlussarbeit, Maschinenbau von mir aus, egal was du möchtest, und dann schaust du eben durch. Und in der Regel geben die dann sogar genau das Thema an. Und dann bewirbst du dich da einfach mal und probierst dein Glück. Ansonsten, falls du die Stelle nicht bekommst, du fandest aber trotzdem das Thema spannend, dann schreibst du halt einfach selbstständig über das Thema. Gut, das war jetzt quick und dirty die Varianten, wie du so ein Abschlussarbeitsthema herbekommst. Natürlich kannst du auch immer brainstormen. Du kannst immer darüber nachdenken, hey, welche Themen interessieren mich aktuell? Welche werden gerade hoch diskutiert, heiß diskutiert? Und dann kannst du dir daraus ein Thema ableiten. Auch schon mit der Inspiration an sich kannst du ja einfach auf einen Professor oder einen wissenschaftlichen Mitarbeiter, kommt darauf an, wer die Abschlussarbeiten bei euch betreut, zugehen und drüber reden. Vielleicht entwickelt sich was im Laufe des Gesprächs. Und was ich jetzt aber noch ganz wichtig sagen möchte, ist, ich möchte zum einen, dass du dir wirklich ein Thema raussuchst, egal Bachelor- oder Masterarbeit, was dich interessiert. Weil du wirst die nächsten 3 bis 6 Monate, vielleicht sogar länger drin sitzen. Und an einem Thema zu sitzen, was keinen Spaß macht, was dich nicht interessiert, das wird super ätzend und dementsprechend wird auch dein Ergebnis sein. Nicht so sexy. Achte bitte auch auf die Anforderungen deines Lehrstuhls oder eben deiner Uni. Es gibt an Themen manchmal so gewisse Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Und da solltest du natürlich vorher schauen, ob das Thema, was du eben machen möchtest, ob das auch in diese Voraussetzungen reinfällt. Und dann solltest du es definitiv bei deiner Recherche, Themensuche technisch berücksichtigen, diese Voraussetzungen. Und zu guter Letzt das Wichtigste. Die meisten von euch schreiben ja Abschlussarbeit im Bachelor oder im Master und gehen dann ins Berufsleben. Oder von mir aus promovieren sie. Dann mach dir doch darüber Gedanken. Macht das Thema, was ich gerade arbeite, macht es vielleicht für meinen Berufseinstieg Sinn? Ist es dasselbe? Ich möchte ins Controlling, nämlich ein Controlling-Thema. Ich möchte in die Arbeit, in die Psychologiearbeit mit Kids. Dann sollte es doch auch in die Richtung gehen, weil das macht ja auch Sinn. Weil dementsprechend erhöht es deine Chancen, weil du dich mit dem Thema schon befasst hast. Gut, das waren jetzt so meine Tipps und Tricks für dich. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Falls du dich natürlich jetzt fragst, Thema habe ich, das steht. Aber wie kriege ich jetzt den richtigen Schlängel? Und wenn ich von Schlängel spreche, meine ich den richtigen Betreuer. Dazu habe ich ein geiles Video, das verlinke ich dir hier. Zieh dir das rein und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut.